Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Rage Runner. Dieses Spiel habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich bin nur gerade davor kurz reingejoint und habe geschaut, was man hier so machen kann. Aber bevor das Video beginnt, will ich auch sagen, like das Video und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Was ist diese Kanone hier, hä? Die habe ich ja noch nie gesehen. Kann ich die auch benutzen? Oh mein Gott, komme ich mit der schon mal weit. Ich glaube, die hat jemand gekauft und die kann jetzt dann jeder benutzen einfach mal. Ehrenhaft und ich bin direkt runtergefallen. Also nehmen wir die Kanone einfach nochmal und schauen, dass wir diesen Mal komplett drauf landen. Also ich drücke einfach ganz nach vorne und stopp auch nicht zwischendrin. Dann sollte das funktionieren. Ja, perfekt. Und jetzt springe ich hier und muss hier so rüber. Oh mein Gott, das ist gar nicht so leicht, glaube ich. Oh, ich hätte gerne einen Schatten in diesem Spiel, damit ich auch sehen würde, wie weit ich springe. Das war jetzt zum Beispiel ziemlich knapp. Aber die Kanone hat es wirklich einfach gemacht. Wir haben jetzt schon die Hälfte des Levels fast übersprungen. Aber so finde ich das Spiel eigentlich ganz cool. Und wir sind jetzt auch schon fast im dritten, letzten Modul. So, das pusht uns noch ein bisschen vor. Und ich glaube, auf diese roten Dinger dürfen wir gar nicht drauf, oder? Kann es sein, dass die uns... Okay, ich glaube, die bringen uns doch nicht um, weil er einfach drauf springt. Ich denke, da hätte ich einfach raufgedurft. Ich bin mir aber nicht sicher, weil das nicht gescheit markiert war leider. Ich springe jetzt einfach hier rauf und jetzt direkt weiter. Und das sollte dann auch passen. Oh, okay. Oh, das war zu knapp. Ah, diese Parts, den finde ich gar nicht cool. Also dieses Modul, da mag ich nicht wirklich. Und die da hinten laufen einfach so durch. Keine Ahnung, warum sollte man das jemals machen? Wenn man auch einfach so hier durchkommen kann. Dann bounce man wieder hier rüber. Und das hier, mit dem ich bin noch gesprungen. Man hat sogar gesehen, wie ich gesprungen bin. Aber ich bin einfach nach unten gesprungen irgendwie. Ja, egal. Dann schießen wir uns wieder nach vorne. Muss es jetzt die ganze Zeit, wo es so weitergehen. Ich will doch eigentlich einfach nur fertig werden mit diesem Level. Und dieses Modul gefällt mir wirklich nicht. Und ich habe auch losgelassen von der Tastatur. Warum mache ich sowas überhaupt? Ich weiß ganz genau, ich bleibe einfach drauf und es passt alles. Aber ich gehe einfach runter. Rum. So, jetzt weiter. Und jetzt raus. Das war zu weit. Okay, ich muss tatsächlich loslassen irgendwann. Aber nicht so früh, wie ich es davor gemacht habe. Was habe ich überhaupt in meinem Inventory? Gibt es irgendwas Cooles? Ich habe einen Skin. Aber nee, ich mag meinen Roblox-Felix-Skin. Der sieht ganz schön aus. Deshalb bleibe ich bei dem. Oh mein Gott, ist das knapp. Warum schaffe ich jetzt nicht mal mehr diesen einen Sprung, aber es hat auch bis jetzt noch nie jemand anderes geschafft. Die weiteste Person ist hier und ich glaube, das wird mein Highscore sein bis jetzt. So, generell ist ja das Spiel irgendwie ähnlich aufgebaut wie Tower of Hell, bloß halt ein bisschen anders. Oh, warum? Ich war doch drauf und dann bauen sich einfach noch runter. Warum bauen sich da runter? Das macht keinen Sinn. Oh, Junge. Man kann auch traden in dem Spiel. Oh mein Gott, ich mache mal meine Trades aus, weil, ich bin eigentlich nicht hier zum Traden, sondern zum Spielen. So, endlich. Hier und Gott. Reg mich das auf. Will das doch nur einmal schaffen. Hier, hier und hier. Perfekt. Jetzt sind wir auch wieder hier an der Stelle. Endlich können hier rüber und dann darüber und hier hoch. So, dann gehen wir hier hin und perfekt. Dürfen wir jetzt darauf? Ich glaube, wir dürfen darauf, weil, keine Ahnung, ich habe es mir davor viel zu schwer gemacht. Ich kann da einfach rauf. Ja, das ist zum Beispiel ein Laser. Da darf ich nicht rauf auf diesen Laser. Das macht aber auch Sinn. Aber ich habe einfach nicht drauf geachtet. Das ist auch meine eigene Dummheit. Jetzt sind wir aber wirklich schon ziemlich weit. Das ist das vorletzte Modul und das wirkt mir ziemlich schwierig, diese Sprünge hier vor allem. Oh mein Gott, muss ich hier genau springen? Oh, oh, okay, okay. Und letztes Modul, Leute. Letztes Modul, ich bin Erster gerade. Ich bin gerade noch Erster. Also, machen wir was draus, hätte ich gesagt. Low Gravity hat jemand gekauft. Wenn du meinst, ich würde gerne gewinnen, weil so weit ist es nicht mehr. Bald habe ich gewonnen, Leute. Bald bin ich der Gewinner. Und ich glaube, ich bin hier durch. Das war's. Jetzt muss ich nur noch bis zum Ende laufen. Ah, sehr gut. Ich habe gewonnen. Roblox Felix finished. Hier steht's auch. Easy, würde ich sagen. Was kann ich jetzt hier noch machen? Nichts mehr. In so manchen Towern gibt es ja so die Möglichkeit, dass ich hier jetzt noch andere Sachen machen kann. Keine Ahnung, irgendwelche Minigames oder so kleine Hobbys noch dazu, aber hier anscheinend nicht. Aber was können wir denn im Shop hier kaufen? Ein Boost? Auch nicht. Passes für Robux. Das hier könnten wir uns theoretisch kaufen. Irgendwelche Crates. Techno Runner Crates. Da haben wir kein Cash dazu, zu dem allem auch nicht. Und Super Ultimate Limited. Für 42.000, das ist gar nicht wenig, wenn ich jetzt 140 habe. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir auch fertig. Top Runners. Roblox Felix. Ehrenmann, dieser Roblox Felix. Und wir haben diesmal keine Kanone und müssen dieses Modul machen. Das Modul habe ich davor auch schon gespielt, wie ich das Spiel ganz kurz angetestet habe und ich dachte eigentlich, es wäre ein ziemlich leichtes Modul. Es ist auch ein ziemlich leichtes Modul, aber wie kann man hier runterfliegen? Warum? Wie kann das passieren? Oh, es ist meine eigene Dummheit schon wieder. Komm, Sohn. Einfach hier rüber. Ist ja kein Problem. Was stelle ich mich überhaupt so an? Dann stoppe ich halt ganz kurz hier. Ist ja kein Problem. Nächstes Modul. Ganz easy. Das Spiel ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer wie Tower of Hell, finde ich zumindest. Es ist ganz okay. So, aber jetzt springen wir erstmal weiter und sind auch gleich beim nächsten Modul dann angekommen. Das sind irgendwelche Boosts. Was mache ich mit diesen Boosts? Boosten die mich? Ja, die boosten mich einfach. Was ein Wunder. Die Boosts boosten mich. Dann haben wir wieder so eine Sprungplattform. Oh, die fand ich ziemlich ekelhaft davor. Aber egal, es geht schon. Die Boostplattform ist ja ziemlich easy. Muss ja nichts machen, außer einfach boosten. Da in die Mitte, in den Laser sollte ich vielleicht nicht springen. Hier vielleicht auch nicht. Und sterben wäre auch keine gute Option. Und der Laser, der hat mich ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott, ich wäre gerade fast gestorben, weil ich einfach runtergebounced wäre. Wow, das war knapp. Oh, und das war auch ziemlich knapp, der Sprung. Ich sollte ein bisschen knapper springen. Aber nicht so knapp, dass ich beim Springen runterfalle. Also es ist ziemlich jetzt
Zwickmühle. Oh, das habe ich geschafft, aber die nehmen wir nicht. Hier, den Sprung, ganz easy. Eine Person ist vor mir. Okay, vielleicht holen wir die noch ein oder sie fällt runter. Das sind beides Möglichkeiten. So, hier weiter. Und jetzt können wir hier hochboosten. Und wir sollten anscheinend auf diesem Weg gehen, denke ich. Weil wir sonst anderweitig sterben könnten, vielleicht. Weil dieser Weg hier ist eingezeichnet so. Deshalb nehme ich den auch einfach mal und vertraue diesem Weg. So, hier sind wir jetzt im roten Modul. Das drittletzte Modul direkt schon. Jetzt geht es gerade so gut ab. Davor ging es so schlecht. Und jetzt geht es auf einmal so gut ab. Oh mein Gott. Und jetzt hier weiter. Hier weiter. Und hier weiter. Oh, das ist knapp. So, und hier. Und jetzt hier. Das sind jetzt knappe Sprünge. Also nicht knapp, aber die sind ekelhaft irgendwie. So, dieser Sprung hier. Perfekt. Und hier rein. So, dann hier weiter. Und die eine Person hat es nicht geschafft. Ist die gestorben oder ist geliefert? Weil sie hat es nicht geschafft anscheinend. Oh mein Gott, was ist das für ein Sprung? Ja, haben wir. Ich würde sagen, easy. Aber so easy ist es gar nicht. Okay, und jetzt müssen wir da irgendwie durch. Oh mein Gott, da müssen wir durch. Jetzt hier durch. Und jetzt hier am besten rechts durch, denke ich. Und wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es einfach geschafft. Schon wieder. Zweimal hintereinander. Und ich glaube, das war Second Try. Weil First Try habe ich ja verkackt am Anfang. Aber das hier war jetzt Second Try. Und wir haben easy gefinished. Wir können uns aber jetzt einfach so eine Box kaufen. So eine Techno Runner Crate können wir nicht sich leisten. Aber Bakugan Trails Crate. Da können wir so drei verschiedene Trails bekommen. Kaufen wir uns die. Und was bekommen wir? So eine coole Spin-Animation. Und Hydranoid. Hydranoid sieht ganz cool aus. Wo habe ich das jetzt? Hier bei Hydranoid Equip. Und jetzt haben wir so eine coole Trail. Die ist ganz cool. Kann man nichts dagegen sagen, finde ich. Und jetzt warte ich mal, bis das nächste Spiel beginnt. Perfekt. Und wieder erster. Aber was mir aufgefallen ist, gerade wie ich verglichen habe, dieses mal 2 ist nicht mal 2. Das ist vielleicht 1,5, aber nicht mal 2. Ich habe das gar mit Echtzeitsekunden verglichen. Und das sind nicht in Echtzeit 2 Sekunden in einer. Ganz sicher nicht. Und das ist sehr komisch. Warum schreibt man dann mal 2 hin, wenn es nicht mal 2 ist, sondern 1,5 oder irgendwas anderes? Aber ganz sicher nicht mal 2, weil es geht sich nicht auf. Oh, hier sind wir jetzt auf irgendwelchen Zitronen oder so. Die sehen lecker aus. Ich finde, Zitronen sehen immer so lecker aus, so Zitronenscheiben. Aber reinbeißen will man dann doch irgendwie nicht. Also Limonade, Zitronenlimonade ist schon ziemlich lecker. Oh, hier hätte ich nicht drauf, sondern ich war gerade komplett verwirrt von der Situation. Deshalb bin ich einfach stehen geblieben in der Luft und dann wusste ich, was passiert. Deshalb können wir nochmal von neu starten. Yeah. Hier wieder über dieses Bouncy-Ding. Direkt auf das nächste Bouncy-Ding. Was ich mich auch frage, warum hat man nicht einfach hier so eine Abdeckung oben über den Hobby, sondern man hat hier einfach so eine Lavadecke, Himmel, wie auch immer. Warum lässt man das so und hat nicht so eine Abdeckung? Das ist so meine Frage. Aber keine Ahnung, wird man sich schon irgendwas dabei gedacht haben, denke ich. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, dass die Dinger sich drehen bei dem ersten. Beim zweiten ist es mir davor erst einfach aufgefallen. Und hier sind wir an der Stelle einfach drüber springen. Ist ja kein Problem. Das stelle ich mich so an. Einfach drüber springen. Wäre von Anfang an kein Problem gewesen. Hier so eine Moving Platform. Einfach drüber. Gar kein Problem. Hier gibt es den rechten und den linken Weg. Der linke sieht ein bisschen schwieriger aus. Deswegen nehmen wir einfach mal den rechten. Vielleicht wird der rechte später schwieriger. Das könnte sein. Oder er ist einfach länger. Das kann auch sein. Oh, und jetzt muss ich hier so durch. Perfekt. Dann hier und jetzt hier rauf bouncen. Da nach oben. Und dann haben wir auch das Modul geschafft. Also schwierig war der jetzt nicht wirklich. Oh, und jetzt gehen die Dinger so runter. Das finde ich cool. Oh, kann ich hier unten durch? Ja, ich kann hier entweder unten durch oder drüber. Beziehungsweise oben drüber durch, wie auch immer. Das ist ganz cool. Oh, die Map. Hier ist das Modul. Das will ich mal appreciaten. Das sieht ziemlich cool aus. Ich mag das. Dieses Design alleine. Das sieht cool aus. So, jetzt gibt es rechts und links. Ich denke mal, dass rechts und links vielleicht sogar das gleiche sein wird. Und dann gibt es sogar noch die Mitte. Aber warum soll ich in die Mitte gehen, wenn ich auch hier sein kann? Ist die Mitte vielleicht schneller? Wahrscheinlich ist sie einfach ein bisschen schneller. Aber ich muss ja nicht schnell sein, wenn ich gut bin. Oder nicht? So, jetzt aber auch hier hin. Oh, das war knapp. Und jetzt hier, es wird immer dünner. Und genauer. Die Sprünge, okay, so genau sind sie gar nicht. Der war genau. Oh, da hatte ich gar nicht so viel Platz. Und irgendwie nervt mich die Trail mehr, als dass sie mir hilft. Und deshalb habe ich schon überlegt, sie zu unequippen. Aber nee, das mache ich nicht. Jetzt bin ich auf so einem Wasser. Also so einem Laser-Wasser mit so Lily-Pads. Das ist ganz cool. Erinnert mich ein bisschen an Super Mario 3D World Level, in dem es so blaues Gift gab und ich jetzt einfach runtergesprungen bin. Oh mein Gott, ich bin auf diesem Baumstamm und einfach runter. Mann, bin ich schlecht. Ja, ich habe jetzt noch gut 2 Minuten Zeit. Ist das möglich? Ja, auf 2 Minuten sollte es eigentlich möglich sein, wenn ich durchspeede. Ich werde aber nicht durchspeeden, beziehungsweise ich werde es nicht so schnell schaffen. Oder ich werde sogar noch failen. Und ich bin hier drüber gekommen einfach. Oh mein Gott, bin ich gut. Oder, oh mein Gott, das ist einfach geplant. Ja, keine Ahnung. Hier wieder über die Zitronen, die auch ganz cool aussehen. Ich mag diese Maps. Die sehen cool aus. Ich mag dieses Spiel generell. Also das Spiel könnte ich mir vorstellen, mal öfters zu spielen. Vielleicht auch in einem Stream oder so. Aber jetzt gehen wir erstmal hier durch. Ich habe auch schon länger nicht mehr gestreamt und es werden auch länger... Warte, nein, wenn das Video kommt, werden vielleicht schon wieder Streams kommen. Vielleicht sogar noch an dem Wochenende. Aber ich produziere ja gerade ein paar Videos vor und das ist jetzt das Letzte, das ich vorproduziere, weil ich zurzeit im Urlaub bin. Beziehungsweise noch nicht. In morgen dann. Aber zum Zeitpunkt des Releases des Videos bin ich im Urlaub und komme wieder zurück an dem Tag normalerweise. Und dann sollte es auch mal wieder Streams geben. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat es dann, glaube ich,
ich, 2 Wochen lang oder sogar länger keine Streams gegeben. Was schon eine ziemlich längere Zeit ist. Aber wir sind jetzt wieder an dieser Stelle, wo einfach wir die 2 Parts haben, die genau gleich sind. Ich habe nicht mal eine Minute. Also wird das ziemlich schwer. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich fast nicht mehr schaffen. Ich bin jetzt wirklich durchgespeedet ziemlich. Und es ist nicht mehr möglich, glaube ich. An der Stelle kann ich es eigentlich schon fast aufgeben. Aber ich will es nicht aufgeben. Ich will noch über diesen grünen See wenigstens. Lass mich über den grünen See. So, hier an dieser Stelle. Einfach noch auf diesen Stamm. Ja, diesmal hätte ich es geschafft. So schwer ist es gar nicht. Ich habe keine Zeit mehr. Wie schade. Ich hätte es geschafft, aber ich hatte keine Zeit mehr. Egal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ciao.